Es ist schon wieder soweit. Hänsler Schnellnummer, herzlich willkommen. Heute gibt es, der eine oder andere wird sagen, na, aber geiles Zeug, Rote-Bete-Hummus selbst gemacht. Relativ simpel. Aus der Abteilung 5 plus 15, das heißt 5 Zutaten maximal und maximale Zubereitungszeit 15 Minuten. Ihr braucht dafür rote Beete. Und zwar, guck mal hier, die gekochte rote Beete aus dem Supermarkt. Ja, und da nehmt ihr jetzt hier diese wunderbare Reibe, die natürlich auch, wir wollen es mal kurz erwähnt haben. Hänsler.shop, jetzt auch erhältlich. Das wird ein richtiges Warenhaus. Stellen wir uns mal zur Seite. Jetzt nehmt ihr die und reibt das Ganze. Komm, wir bleiben einfach dran. Brauchen wir gar nicht schneiden, das geht nämlich relativ schnell. So, jetzt muss man nur auf die Kochjacke aufpassen. Ne? Ich habe ja nicht mehr so viele. Ich habe so furchtbar abgenommen, ich muss mir neue machen lassen. So, die gekochte rote Beete schön fein reiben. Dann hat es die Maschine gleich einfach ein bisschen leichter. Und ich konnte euch auch die Reibe verkaufen. Das ist immer ganz wichtig. So. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass die Maschine dann einfach viel schneller greifen kann. Jetzt die rote Beete da rein. Jetzt einmal kurz Hände. Waschi, waschi. Oh, funktioniert sogar. Oh geil, wie du stumpf einfach da drauf bleibst, ne? Du bist auch geil. Eigentlich habe ich deine Füße gefilmt. Meine, hast du meine... auf ganz entspannt heute. Ich habe gesehen. Ich so, okay. Ja, hol auf entspannt. So. Anmixen. Sieht man hier. Guck mal hier, sieht gut aus. Wäre auch geil, was wir machen könnten, jetzt schön kaltes Kartoffelpüree rein. Könnte man sich so auch so einen geilen Dip draus machen. Wir machen jetzt aber hier unsere Kichererbsen dazu. So. Guck mal, eine ist reingefallen. Ah! Reicht ja auch, komm, jetzt kann ich alles reinhauen. So. Direkt dazu. Die Reibe brauchen wir. Ah, da hast du sie. Ich will jetzt nicht sagen, dass man die auch im Shop kriegt, aber mein Gott, es ist halt so. Ein bisschen schade. Die Flipflops kriegt man auch im Shop bald. Das ist der neue Küchenschuh. Aber man kann, das ist mein klassischer Sicherheitsschuh. Aber heute bleibt die Küche ja kalt. Weißt du so, da kannst du so eine Dinger mal anziehen. So, jetzt hier Zitronensaft. Denkt immer, eine rote Beete braucht immer zwei Dinge. Und zwar Säure, ne? Und sie braucht auch ein bisschen Milchprodukt, finde ich zumindest. Creme fraiche, Schmand haben wir hier heute. Sowas braucht sie auch. Kleinen Löffel dazu. Jetzt ordentliche Prise Salz. Ich mache jetzt alles am Anfang. Weil jetzt tue ich so, ich werde jetzt das so abschmecken, dass ich nicht mehr nachschmecken brauche. Jetzt ist die Frage, ob mein Gefühl mich trügt oder nicht. Ich werde euch die Wahrheit sagen, ob es schmeckt oder nicht. Jetzt Tahini. Nee, Tahiti heißt sie, ne? Tahiti-Paste. Genau, diese Sesampaste. Und da können wir ruhig ein bisschen mehr reinmachen, ne? Gut, da haue ich alles ran. So, vom Gefühl her würde ich sagen... Schluck Olivenöl noch. Ein Ditscher, ne? Ja. Ditscher Olivenöl. So. Ja. Salz müsste eigentlich passen, Creme frisch. Ich will eine Prise Salz. Ich glaube, das kann guten Stiefel ab. Jetzt wird gemixt und dann gucken wir mal. So, hier, komm hier, Feuer! 200 PS, 300 Newtonmeter. Ey, gestern bin ich hier geballert, das darf man gar keinem erzählen. Chemnitz, Hamburg. Sag's nicht. Nee, sag ich auch nicht. Sag mir, wenn die Kamera aus ist. Ja. So, pass auf, jetzt hier. Probieren wir mal. Ah, oh, schön. Digi, probier und sag. Meiner Meinung nach, à point. Richtig gut. Richtig gut, ne? Finde ich auch. Ein bisschen noch mixen von der Zeit. Findest du? Ja, aber... Ich finde es nicht schlimm, wenn die jetzt nicht wie so eine Hautcreme ist. Ein bisschen Substanz. Ich finde immer diese Hummus, der schmeckt immer wie Nivea. Aber ein bisschen Struktur. Man könnte halt durch ein Sieb drücken, ne? Ja, aber das... Ja. Also du könntest doch durch ein Sieb drücken. Jetzt hier, ein bisschen Fladenblut. Oh, lecker! Das war Rote Beete Hummus aus Abteilung 5 plus 15 live on tape. Hier kommt die Einkaufsliste. Und hier die Einkaufsliste für Rote Beete Hummus. Braucht ihr eine große Rote Beete gekocht,
Als zweites eine Dose Kichererbsen, unsere Rate 260 Gramm. Als drittes eine halbe Zitrone. Als viertes 2 Esslöffel Schmand. Als fünftes 1 Esslöffel Sesampaste. Oder viel, ja, doch ein Esslöffel war das. Und aus dem Vorratsschrank braucht ihr Olivenöl, Salz und Pfeffer. Noch mehr schnelle Nummern findet ihr auf henslers-schnelle-nummer.de oder auf unserem YouTube-Channel.